Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Doraemon Story of Seasons. Wir gehen schlafen und mal sehen, was der nächste Tag uns bringt. Ich war nämlich mal eben offscreen angeln und habe insgesamt durch Fische 1469, wir kriegen ein bisschen Geld rein. Wir wollten heute, wenn der Tierladen auf hat, uns heute ein paar Tiere holen. Um für stetig Geld zu sorgen, ne? Milch, Eier, wobei Eier noch nicht, aber Wolle und so weiter. Wisst Bescheid. So. Du willst gerade gehen, oder? So, wir haben uns weiter mit ihr angefreundet, das ist sehr schön. Hier, Tsunio. Du bist auch meistens weg. So, mit ihm haben wir uns jetzt auch angefreundet. Weiter. Hier ist jetzt keiner. Nee, gut. Dann gehen wir wieder auf die Farm. Die gute Farm, ne? Oh, es passiert was. Ja. Oh, hallo Ori, was machst du denn hier? Hm. Hallo Nubita, ich habe etwas, das ich dir geben wollte. Hi. Hier, bitteschön. Ich habe ein paar Outfits gezeichnet, die perfekt für das Meer sind. Wow, wow, du hast Talent, die sind toll für den Sonnenstrand. Ich werde das hier ist für Doraemon, oder? Und das muss für Tsunio sein. Freut mich, dass du sie magst. Die ist so gut, als wäre Verständnis nichts daraus zu machen. Hey, Ori, macht es dir was aus, wenn ich die behalte? Nein, überhaupt nicht. Behalte die Skizze. Danke dir. Danke, die kann ich gut gebrauchen. Oh, ja. Dafür kann ich bestimmt die Kleidungsreplikkamera von Ori verwenden. Ich sollte die Outfits einmal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Vorher gieße ich nochmal kurz die Felder, die drei. In Hoffnung, dass ich noch was rauskriege. Werden wir sehen, ne? Bevor der Monat zu Ende ist. Ne, aber dann möchte ich gerne die Outfits auch anziehen, alle. Tropenanglergewand. Hat jeder? Tropentent? Ja, die haben alle. Okay. Dann ist mal ich. Ja. Ne, finde ich gut. Ich dachte, man müsste alles dazu kaufen, DLC-mäßig, ne? Ne, aber das finde ich gut. Das finde ich super. So. Doraemon. Tropentänzer gewandt. Passt. Nee, das finde ich super. Dauert zwar jetzt ein bisschen, wenn wir alle angezogen werden, aber hey. Tänzer ist Hula. Das ist sehr erfreulich. Shizuka. Tropeninsel gewandt. Schade, dass es sowas nicht für jeden Dorfbewohner gibt, ne? Das wär's. Gian. Er sieht aus. Ja, super. Und Tsunio. Er sieht ja aus wie Sunny Boy. Gut. Da sind wir alle umgezogen. Ja, gefällt mir. Bisschen mal was anderes hier sehen, oder? So, letztes Part haben wir hier das hier gemacht und alles. Snack geben. Yoshi, Yoshi. Yoshi, Yoshi. Guti, guti, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz auf der Karte, ob der Laden heute auf hat. Aufgabenliste. Achso. Heute ist, ich weiß gar nicht. Ach, nur Donnerstag zu. Okay. Wir haben heute Sonntag, aber hey. Ich habe jetzt geguckt, wann die aufhaben. Am Sonntag. Aber steht ja vor dem Ladenschild nochmal. Zur Not warten wir ja ein bisschen. Ne, Tiere müssen auch gekauft werden. Okay, 8 Uhr immer. Dann warten wir kurz. Bis um 8. Und dann holen wir uns Tiere. So. Willkommen. Ich würde gern eine Kuh kaufen. 600, ja. Vergiss nicht, diesem Tier einen Namen zu geben. Kuh. Okay, wir nennen sie. Gibt es irgendwelchen Namen mit K?
Die nehmen wir einfach. Kurt. Ja. Salami, schickt ein Tier jetzt cool zu fahren. Pass gut auf, okay? Da würde ich mir noch ganz ein Schaf kaufen. Ja. Vergesse ich, dieses Tier einen Namen zu geben. Schaf. Gibt es irgendwelche Namen mit SCH am Anfang? SCH. A. Ne, Schilling. Nimm ich einen Schilling. Ja. Schilling. Schillen. Ja, Schillen. Er chillt. Passt gut zum Schaf. Alpaka muss auch nochmal eins. Ja. Alpaka. Alp. Albrecht ist ein Name. Mit P. Ja. Ja. Holen wir uns nochmal ein zweites Schaf. Das heißt einfach Lutz. Lutz. Ja. Nein, nicht noch ein Schaf. Und nochmal eine Kuh. Und die nehmen wir. Halt. Passt gar nicht, wahrscheinlich gar nicht rein, ne? Kunibert. Mit H geht das leider nicht. Ja. Und nochmal ein Alpaka. Da haben wir von jedem zwei außer Hühnchen. So. Ach, mein Stall ist voll. Na gut. Okay, jetzt wird uns erklärt. Jetzt geht's los. Du hältst zum ersten Mal eine Kuh, nicht wahr? Ja, ich habe mich zwar dazu entschieden, aber weiß nicht, ob ich das kann. Du schaffst das, ich bring dir alles bei, was du über Kühe wissen musst. Mhm. Fangen wir mit den Grundlagen an, als Füttern der Kühe. Kühe brauchen Futter. Sally verkauft Samen im Krämerland. Bau sie an. Ich verkaufe auch welche in meinen Laden. Hol dir was, wenn sie dir ausgehen. Aber wie füttere ich sie mit der Hand? Leg es einfach in die Futterstation, dann fressen die Kühe es. Das ist eine Futterstation. Da drüben sind noch mehr. Wieso sind sie hier so viele? Jede Futterstation fasst einen Tagesbedarf an Futter für ein Tier. Wenn du mehr Tiere hältst, stelle ich sicher, dass genug für alle da ist. Du musst sie jeden Tag füttern. Das ist harte Arbeit. Okay. Und jetzt verrate ich dir, wie du dich um deine Kühe kümmerst. Am sonnigen Tagen solltest du deine Kuh immer auf die Weide treiben. Sie raustreiben, macht ihnen das nichts aus? Aber nein, im Gegenteil, das muntert sie sogar auf. Verstehe. Aber lass sie nicht im Regen oder nachts draußen stehen. Sonst könnten sie krank werden, also schick sie zurück in den Stall. Du weißt, dass du sie täglich füttern musst, sonst werden sie krank. Oh hey, was mache ich, wenn deine Kuh krank wird? Deshalb wie wenn du oder ich krank werde. Hol Medizin aus der Klinik. Wenn deine Kuh krank wird und du nichts dagegen tust, kriegst du es mit mir zu tun. Ja, Ma'am. Ich weiß, dass du dich gut um deine Kühe kümmern wirst. Natürlich werde ich das. Muss ich sonst noch was über die Kühe wissen? Nun, du kannst mit ihnen reden und ihnen Snacks geben. Kühe essen Snacks? Und auch natürlich keine normalen Snacks, sondern nur spezielle Tierkekse. Die hier sind die Favorit. Du solltest welche kaufen, wo du schon hier bist. Okay. Was sonst noch? Oh, du kannst Kühe einmal am Tag melken. Wie mache ich das? Muss ich die auch noch kaufen? Dieser Milchgerät natürlich. Und man kann nur erwachsene Kühe melken. Verstehe. Vergiss nicht, deine Kühe täglich zu bürsten. Das ist gut für ihre Fell. Tiere mit schönem Fell erhalten bei Wettbewerben mehr Punkte. Wenn du deine Kühe bei Wettbewerben anmeldest, musst du sie täglich bürsten. Tierwettbewerb? Aber du solltest sie sowieso bürsten, auch ohne Wettbewerbe. Du hättest es doch auch nicht gern, wenn deine Haare ständig zerzaust ist. Schätze nicht, ich werde mich gut um sie kümmern. Das ist alles, was du zur Pflege von Kühen wissen musst. Danke, dass du mir bis zum Ende zugehört hast. Nimm dieses spezielle Futter. Ich werde es für dich vorbereiten, also komm später zu mir. Hurra, danke. Klar, kümmere dich jetzt um deine Kuh. Du kannst im Meeresviehhandel kaufen für, ja. Warte, weil wir nachher Brief vergessen, die der Stall zurückzubringen. Kälber wechseln haben bestimmt Anzahl von Tagen zu großen Kühen rein. Sobald sie ausgewachsen sind, geben deine Kühe Milch. Okay. Dasselbe jetzt nochmal mit Alpakas und Schafen, ne? Du hältst mir erstmal ein Schaf, nicht wahr? Oh ja. Dann versuche ich dir alles zu erklären. So, müssen wir leider hinter uns bringen, ne? Das Wichtigste ist Schaffutter. Alles dasselbe. Schaf braucht Futter. Sally verkauft Samen im Krämerland. Ja. Ja. Okay. Alles war in die Schulfutterstation. Das überspringen wir mal, ne? Das ist dasselbe. Ja, komm. Das überspringen wir. Es ist halt dasselbe. Es ist eindeutig dasselbe.
Gut, und jetzt nochmal Alpakas. Aber Alpakas weiß ich nicht, was ich von denen ernten kann. Ja, genau. Dann erzähl mal. Was muss ich tun und was kann ich von denen kriegen? Wolle? Futter. Oh mein Gott, wer hätte das denn gedacht? Ja, das ist natürlich praktisch. Gut, gut, gut. Ja. Ich weiß, wie krank. Klinikgeld Geld kaufen. Okay. Ja, Snacks, okay, ja, natürlich. Jetzt, wusstest du, dass man Alpakas scheren kann? Achso, okay, scheren. Oh, wie wir schaffen. Gut, okay. Ja. Gut. Das auch hier hinter uns. Meine Güte. Der erste Kugel erhalten, der erste Schaf erhalten, der erste Alpaka erhalten. Danke. 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 Werkzeuge kaufen. Wir brauchen das alles. Ne? Das ist leider notwendig. Und zum Glück kommt das da unten in die Werkzeugtasche. Gut. Dann gucken wir mal nach. Wie sich da die Tiere benehmen. So, mal eben schnell, ne? So, Futter haben wir ja. Ah, da kann ich immer was rausnehmen. So. Da. Ich stehe auch schon so ein bisschen im Weg, ne? Gut. Es ist schon ziemlich eng hier im Stall, muss ich ehrlich sagen. So. Können wir das schon ernten, scheren? Ja. So. Dann hier. Und dann bürsten wir natürlich auch alle. Das muss sein, ne? Das muss sein. Die Frage ist jetzt nur, wie ich sie dann draußen treiben kann. Was frage ich mich jetzt? Meine Kuhglocke haben wir nicht. Kann sie auch nicht rausschieben. Ach, packen. Wisst ihr was, dann bleiben die halt drinne. Nee. Wenn ich die wieder hier reinschieben muss, ist mir zu doof. Oder gehen die von alleine? Nee, wenn die von... Nee, das ist doof. Dann geht wieder rein. Nee, bleibt mir egal, bleibt drinne. Das ist ja nur für Luxus. Das ist nur für die Peter, damit ich denke, ihr habt ja auch Auslauf. So. Ich verkaufe die ersten Sachen. Bringt's mal 130 ein Teil, ne? Was ist wirklich eine Menge. Und regelmäßig, guck mal, 250. Und das Alpaka-Vlies bringt auch sehr viel. Das ist wirklich viel. Ja, wenn dann alles, rein da. Wie viel haben wir? 254 Futter, also das
Es reicht jeden Tag aus, wenn wir das so machen. Gut. Wir gehen in die Mine. Ja, ihr denkt so, boah, was? Oder ich werde die Feen bauen. Ich kann die Feen auch auftragen, das zu machen, ne? Arigato. Was machst du nochmal? Ja, ich brauche Hilfe. Hühnerstuhl habe ich nicht. Aber können wir noch mehr holen, ne? Ne, aber so, ne. Wassermelon und Stift. Ne. Du brauchst einen Hühner, habe ich leider nicht. So, bitteschön. Noch nicht. So. Ja. Hühnerstall sammeln? Nee. Ich habe alles, aber noch keinen Hühnerstall. Ja, du kannst mir helfen. Im Viehstall sammeln gehen. Gießen brauche ich nicht. So, bitteschön. Ja. Im Viehstall füttern. Gut. Dann reden wir mit ihr. Kann ich dir was Komisches fragen? Du bist ja schon ein... So wie du aussiehst, bist ja schon Millionen von Jahren alt. Aber die Musik geht hier jetzt ziemlich ab, ne? Kann ich dir eine komische Frage stellen? Eine komische Frage? Hoffentlich nichts Unverschämtes. Hast du je von Dämonenatem gehört? Natürlich. Warst du damals hier, als es über das Land kam? Ja, ich habe ihn damals miterlebt. Aha, ich wusste, dass du die richtige Person für mein Anliegen bist. Aber das ist doch schon unglaublich lange her, nicht wahr? Wie alt bist du denn eigentlich? Sowas fragt meine Frau nicht. Hast du was gesagt, Lumis? Ich glaube, ich habe dich nicht verstanden. Vergiss es. Warum fragt ihr überhaupt? Weißt du? Verstehe, wir sehen dieselben Warnzeichen. Ich wünschte, ich könnte mehr helfen, aber... Leider weiß ich gar nicht viel über den Dämonenatem. Damals wusste niemand, wie es passiert oder was der Grund war. Wie schade. Ich wünschte, ich könnte euch helfen, aber eins kann ich sagen. Der Dämonenatem hat mehr als Verfall und Schrecken über das Land gebracht. Er führte auch zu einer Kluft zwischen den Stämmen. Diese Kluft ist noch da. Wenn ich das höre, wünschte ich mir noch mehr etwas tun zu können. Forti, erinnerst du dich an mehr? Ich wünschte es aber... ja doch. Ist das Emblem an deiner Kette das Zeichen des Königreichs Valor? Das, ja, ist es. Dachte ich mir, es hat mich an jemanden erinnert, der etwas wissen könnte. Wirklich, an wen? Vor langem habe ich einen interessanten Mann getroffen, einen Gelehrten. Er fand hierher, nachdem er im Schloss darüber gelesen hatte. Er erzählte mir häufig Geschichten und er trug auch so eine Halskette. Was für ein Zufall. Genau wie meine. Wie war der Gelehrte? Also, soweit ich mich erinnere, war er ein freundlicher, netter Typ. Er erinnert mich sehr an dich, Lumis. Kennst du ihn vielleicht? Ganz wie ich dachte. Das ist nicht nur eine Kette, die so aussieht wie die, an die du dich erinnerst. Wie meinst du das? Diese Halskette, genau dieselbe, die er trug. Er hat sie mir gegeben. Seid ihr also verwandt? Ihr seid euch sehr ähnlich. Ja, er war mein Vater. Ernsthaft? So. Ich weiß es, mein Opa sagt immer, ich sehe ihn so ähnlich. Ich wusste nicht, dass ihr euch erkanntet. Auch er fragte mich nach dem Dämonenatem, war sehr daran interessiert. Inzwischen weiß er sicher viel mehr über den Dämonenatem, wenn er all diese Texte hat. Verstehe, er hat auch danach gesucht. Lumis, wie geht es ihm? Er kam früher oft vorbei, aber das ist lange her. Nun, weißt du, Lumis Vater ist... Ich verstehe. Vielleicht hat er Notizen zu all dem hinterlassen, die euch helfen könnten. Ist bestimmt nützlich. Seit seinem Tod lässt Mutter niemand an seine Sachen, auch mich nicht. Ob sie etwas vor mir verbirgt? Lumis. Es hat keinen Sinn, rumzugrübeln. Lass uns doch deine Mutter fragen. Ich weiß nicht, ob sie darüber sprechen oder Fragen beantworten will. Du musst dranbleiben. Weißt du noch, wie du dich letztens behauptet hast? Außerdem bin ich auch da, also los geht's. Nobita. Vielleicht hast du recht. Danke für die Aufmunterung. Fragen wir meine Mutter. Na klar. Richtige Einstellung. Bis später vor dir. Danke für den Tipp. Ja, sehr schön. Wer hat damals schon gelebt? Erfüllt. Nochmal zur Königin. Uiuiuiuiui.
Schade, dass man hier nicht rein kann. Das wurmt mich ein bisschen. Naja, kann man die ändern. So, was machen wir jetzt? Ich würde gerne Gidori fragen, ob er mitkommt. Aber wo ist Gidori eigentlich? Der ist nirgends zu sehen. War ein bisschen Minenarbeit. Der ist auch immer drin, oder? Ach, hier bist du. Ja, ich habe die Göttin um Hilfe gebeten. Moment, aber vorher habe ich noch Tierkeks für dich. Nein, ich will kein Talisman kaufen. Du kaufst nichts? Nee. Wir gehen zusammen jetzt. Und suchen wir die... Ach, guck mal, Gidori, danke. Du bist doch der Beste. Du bist der Beste, Gidori. Vor allem ist er so schnell dabei, ne? Er ist keiner von diesen lahmarschigen Stadtkindern. Ja, aber macht doch gleich zweimal. Da war schlecht komplett auf der anderen Seite. Und wir brauchen sowieso viele Steine. Weil. Die Steinplatten, ne? Die Steinplatten. Danke. Nein! Geh zur Seite! So. Ich weiß nicht, dass er aus Versehen den Weg freilegt und wir sehen das ja nicht. Kann natürlich auch passieren, ne? Hier nicht. Ich finde es immer ein bisschen ärgerlich hier. Meistens hat man mehr Pech als Glück. Aber immer kriegen wir Metallreste. Immerhin etwas. Ach, da ist es doch. Mittagessen? Kann man Mittagessen gehen? Um Punkt 12? Also zu Hause definitiv nicht, ne? Ich kann es ja mal probieren. Nee. Aber halt, warte einen Moment. Nö, du kriegst keine Kartoffeln von mir, Gian. Never. Ja, mal doch gerne. Aber wir können im Restaurant haben die auf. Werden wir herausfinden müssen. Jo, scheinbar. Eine Mahlzeit essen. Ein Seeteufel-Eintopf. Reicht gerade so. Fürs Geld. Hat die schon... Nee. Kannst du vergessen. Gut, dann ab in die Säureminen. Mit uns Kindern. Nicht wahr, Gidori? Genau. Wie tief sind wir? 3? Ja. Ist natürlich nichts, ne? Hm.
Aber immerhin Silbererz. Immerhin Silbererz. Düm, 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 düm. Ich weiß, es ist für euch wahrscheinlich absolut langweilig, oder? Wenn ich hier immer in die Minen gehe. Aber irgendwann können wir die Sachen verkaufen, was wir nicht brauchen. Aber ich finde, das gehört dazu. Ne? Das gehört ein bisschen dazu. Für diejenigen, die es natürlich nicht interessiert, ich meine... Kann ich ja skippen oder schon ausmachen, weil ich glaube, viel mehr passiert heute nicht. Außer, dass wir vielleicht eventuell noch gleich ein Nickerchen machen werden, wenn die Energie weg ist. Was haben wir noch nicht gemacht? Und um 19 können wir noch essen. Müssen wir mal schauen. Also wir kommen ja immer tiefer, so ist das ja nicht. Ja. Dim, dim, dim. Ja, manche Ebenen hat man mega viel Glück und manche Pech, ne? Jetzt habe ich in dieser Ebene richtig viel Pech. Ich war voll aufgeladen. Und natürlich komplett auf der anderen Seite, ne? Aber so ist das nun mal. Wir machen gleich ein Nickerchen. Bis um 18 Uhr. Und nochmal hier. Gut. Ja, wie gesagt, manchmal haben wir Glück, manchmal Pech, wenn man sich an einer Ebene so weit, so lange aufhält, dann kann man es eigentlich schon vergessen wieder. Warum sollte ich lieber Gewichte hochheben, als dazu schlafen? Und dann gehen wir um 19 Uhr essen. Zu Hause. Ja. Jetzt sucht man sich wahrscheinlich wieder dämlich, ne? Farnfossil. Nautilus. Raptorenklaue. Da ist es doch. U6. Keine Sorge, ich werde die Minen heute, falls euch das da irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer noch interessiert, was ich hier mache, keine Sorge, ich werde das halt natürlich den heutigen Tag soweit beenden hier, ne? Und so lange in der Mine bleiben, bis es halt nicht mehr geht. So. Ja, nun. Komm, beweg dich. Einen Schlag kannst du noch machen. Aber jetzt mehr nicht. Gut, dann gehen wir erst essen. Füllt ihr uns auch mal ein bisschen auf, die Herzchen? Ne? Machen wir das noch. Das ist jetzt das neue Angeln. Zurzeit. Das ist jetzt aktuell das neue Angeln. Immer die Mini ging noch zum Schluss. So. Mampf, Mampf, Mampf. Wir sehen echt heiß aus mit den Outfits, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ja, das bisschen bringt nicht viel. Aber ein bisschen kann man noch. Zum Glück haben wir die Tür. Die erleichtert halt auch schon doch schon was. Wenn die Tür nicht wäre, hätte ich gesagt, so, nee, jetzt gehe ich nicht mehr in die Minen. Nö. Aber so...
ist es noch drin. Ein Saphir. Ist kein Rubin. Ja. Rekord wird heute nicht gebrochen. U7. Keine Zeit für Rekorde. Gold. Na gut. Das war's also jetzt. Wir werden nicht mehr tiefer kommen. U7. Unser Rekord ist U8, glaube ich, ne? Und das natürlich ohne Cheesen, also ohne den Speicherladentrick. So, die Fossilien tue ich schon mal weg. Bringt uns aber wenigstens ein bisschen Geld ein. Den Rest lagern wir eben mal schnell ein. Damit uns das Inventar nicht vollgestopft ist. Weg, weg, weg. Wir haben von allen Edelsteinen schon was, aber kein Rubin. Einfach kein Rubin. So, und da kommt auch immer raus. Immerhin bringt ja auch was. Ne, Fossilien bringen ja auch was. Guck mal, pro Stück. 5×8, ne, ihr wisst Bescheid. So, dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Haut rein und tschüss.